Guys und herzlich willkommen zu einem neuen League of Legends Game auf meinem Kanal. Heute könnt ihr mich erneut als Krakas in Aktion sehen. Bedauerlicherweise heute ohne Sassy, weil sie heute anscheinend nicht so die Motivation hat. Das tut mir wirklich schrecklich leid. Ich kann es leider nicht ändern. So sind eben Menschen. Manchmal haben sie Lust, manchmal nicht. Je nachdem. Aber dennoch werde ich mal versuchen, das halbwegs vernünftig zu kommentieren. So wie ich es halt typischerweise immer mache. Und dann werden wir das schon irgendwie hinbekommen, Guys. Oh, ich sollte vielleicht das hin. Und vielleicht noch das hier machen. So. Haben wir es auch geregelt. Vernünftig hinsetzen wäre auch noch eine Option. Ziel war soft. Die Hitze macht mich momentan etwas träge. Dementsprechend verzeiht mir, falls ich heute nicht so gesprächig bin, aber es ist einfach so unglaublich heiß. Sehr unangenehm. Yeah. Ja, man merkt schon, heute ist der Gesprächsstoff nicht so gegeben. Vor allen Dingen mit Gragas Tipps zu geben, ist im Early Game relativ dünn besiedelt bzw. rar gesät. Nicht mal gereicht, wie ich sehe. Danach gehen wir back, guys. So. Kaufen uns erstmal ein wunderschönes Item. Für das hier. Um ein bisschen mehr Sustain zu haben. Überhaupt noch genug Speicher? Ja, natürlich. Sehr gut. Ich dachte gerade schon. Es wäre etwas kontraproduktiv gewesen, wenn dem nicht so gewesen wäre. Dementsprechend habe ich es mal kurz noch abgecheckt. Aber das passt alles soweit. Tja, mein Freund. Hat leider nicht so funktioniert, ne? Counter-Jungling. Gott, ich bin aber meilenweit davon entfernt.
Whatever. Hat funktioniert. Ja, TP. Von daher, da lass mir lieber mal die XP liegen. Können auch ein bisschen sich einen Vorteil verschaffen gegen die Annie. Farmtechnisch hat die ja mehr. Das klingt mir am besten nochmal Mitte. Sollte funktionieren, aber ich sollte vielleicht ein bisschen motivierter reden. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Nevermind, sie hat sie allein bekommen. Geht natürlich auch, Guys. Das war der Ash Arrow, beziehungsweise der Vogel von der. Ich weiß gar nicht, wie die Fähigkeit heißt. Ist auch relativ egal. So. Perfekter Bait. Habe ich auch schon mein Jungle-Item fertig, nach 7 Minuten, das ist ziemlich gut. Das ist ideal. Damit kann ich soweit leben, meine lieben Freunde. Wie schon gesagt, jetzt macht mir zu schaffen. Dementsprechend nicht so viel erwarten. Also vom Kommentieren her auf jeden Fall. Toplane ist, glaube ich, soweit fein. Ja, sieht gut aus. Das Elo ist einfach zu einfach. Holy shit. Ja, ist schon wieder weg. Die Ward war nicht so ideal gesetzt, naja. Was auch immer. Ist tot. Really? Okay. Eigentlich wollte ich noch flashen, aber naja. Unlucky. Hätte ich Oracle gehabt, wäre es einfach gewesen. Kann man nichts machen. Okay. Need Drake. I'm on it.
Das passt soweit. Und die bekommen jetzt noch ihren Farm auf der Botlane. Vanivia, 8% mehr Schaden, ist auch nicht schlecht. Wobei im Endeffekt der beste Drake noch der Earth Drake ist. Der nächste, der Ocean Drake, der ist es nicht so besonders. Man schafft sie nicht auszupushen in der Zeit. So, ich gehe noch mal Top Lane. Oh fuck, das war boosted. Oh, es wäre so schön gewesen. Na, ah, boosted. Die Ultimate war so boosted. Ich habe mein Flash rausgehauen. Für nothing im Endeffekt. Das ist echt ärgerlich gewesen. Sugar ist hier. Will ihn gar nicht haben. Den könnte man sich auch nehmen, das ist ja auch eine Möglichkeit. Aber nicht, wie ich es mal einfach so raushol, dann nicht. Okay, das hat sich gelohnt. Das war gut. RIP. Naja. Das hätte besser laufen können in der Mitte. Klärt sich gerade selbst. Dodge. Genau, Movement Speed verwenden. Dodge, dodge, dodge. Sehr schön.
einfach playing versus 4. Kann man so sehen, ja. Vielleicht. So, versuchen wir nochmal die Toplane zu ganken, vielleicht ein bisschen erfolgreicher. In die Spotlane. Die haben Drake gemacht. Haben sie gut gemacht. Weil die haben gesehen, dass Sugar top am Topside ist, deswegen habe ich gar kein Problem. Okay, wollten sie anscheinend nicht nehmen. Anivia ist gestorben. Ich habe zwar nicht gesehen wie, aber es sah sicherlich spektakulär aus. Ja, komm, geh mal hin. Den können wir eigentlich gebrauchen. Machen wir es so. Sehr schön. Der denkt auch wenigstens einer mal mit. Vor allem der Blitzcrank. Mit deiner Pink Ward. Sollen die an sich auch die ganze Zeit machen für Akali. Aber irgendwie bin ich da nicht so motiviert. So.
Sehr schön gemacht vom Jin. Ja, das passt soweit. Jin hat, glaube ich, 7 Kills. Ja, es ist. Ich denke mal, den Kelly kann ich mir einfach mal hier nehmen. 505. Okay. Wir sollten laufen. Oh, jetzt habe ich ein Problem. Nice Baits. Und ich hätte vielleicht auch mal mein Item früher einsetzen sollen, aber nun ja. Was soll man machen? Glücklicherweise habe ich irgendwie noch Mana bekommen. Sonst hätte das echt knapp werden können. Ein bisschen mehr Armor kann auch nicht schaden. Ja, ich glaube, so sind wir eigentlich relativ gut ausgerüstet aktuell. So kann man das nehmen. Ja, die machen erstmal noch den Windrake. Ich gehe mal top. Den Tower kann ich noch bekommen. Ja, sollte ich auch. Oder? Wir haben keinen einzigen Tower verloren. Kein Problem. Ah, egal. Ist relativ egal, dafür haben die. Okay, sie haben nicht weiter gepusht in der Mitte. Das passt trotzdem für mich. Der Chugat wäre weggeportet. Hat aber auch richtig viel gesiegt, der Dude, ey. 152 CS, das bekommt man normalerweise nicht. Das Game ist so weit geworden. Kann mich da nicht tippieren. Ah, unlucky. Und die ganze XP. 108 CS.
Ich hab nicht vor, da rein zu gehen. Das haben wir ganz schön gefroht. Aber sagen easy life. Ach, come on. Das ist gerade unlucky gerade, was hier passiert ist. Sollte nicht so geschehen. Welcher Drake ist das? Ocean. Was ist Level 16? Das ist schlecht. That. Kann der Jim mal reconnecten, bitte? Wäre leicht ärgerlich, wenn ich wegen sowas verlieren würde. Weil man erstmal die ganze Zeit auch extendet. Wie die größten Lappen. Wo ist denn jetzt? Ja, macht mir auch keinen Schaden.
Der ist mit dem Schaden ist weg von uns. Mussten unser ADC. Come on, dude. Chin, come on. Also, na, Chin. Das war so ein einfaches Game. Wir hätten so locker gewinnen können. Und dann hat man halt wieder in dieser komischen Elo gefroht. Wenn man denkt, man ist ahead und kann sowieso alles machen, weil man Gott ist. Gefühlt. So kommst du immer vor bei dieser Elo. Silber, Gold und sowas alles Mögliche. Was das denn für ein Mist? Oha. Kein Flash ab. Schön. So, den haben sie auch gemacht. Elder Drake. Ach so.
man. Bin jetzt full equip. 230 Magieresistenz. Ja, Bacardi. Wow. Gerade Stufe 16. Das hilft unglaublich, das Teil. Abnormal. So. Und da ist die Town. Stase.
So, was kaufen wir uns am besten jetzt nochmal? Ich bin eigentlich relativ zufrieden mit meinem Bild aktuell. Komme relativ gut in die Gegner ran. Ansonsten passt das. Der DDoS auf Gen. Easy life. Oh, wow. Peeling war zu viel. Chin. Okay, das war ein Bad von mir. Naja. Hat trotzdem irgendwie sich noch rausgemacht. Na gut, ich regel wenigstens gerade perfekt. Nein, ein Level. Ich verkaufe einfach mal jetzt. Das Item und kauf mir Guardians. Weniger Leben, dafür haben wir Armor und Magieresistenz. Jetzt sollen sie mich erstmal down kriegen. Fast unmöglich jetzt. Lol. Trotzdem tot, Danny. So, eventuell brauchen wir noch mal einen Drake oder einen Baron, um das zu beenden.
Ja, jetzt machen sie meine Portal kaputt. Wundervoll. Alter, Drake ist gleich wieder. Nicht dein Ernst, dass ich das, dass er das überlebt. Wow. Okay. Okay. Sehr, sehr schön. Jetzt gehen wir mit. Das war's. Das ist ein dämliches Spiel. Und trotzdem noch gewonnen, obwohl wir eine relativ lange Zeit 4 gegen 5 gespielt haben. GG WP. Und dementsprechend bis zum nächsten Mal. See ya guys.